So, wir gucken jetzt gemeinsam ein Video von dem Kanal Hit oder Shit. Der Aufstieg und Fall von Call of Duty. Call of Duty ist eins der schlechtesten Spiele überhaupt. Und das ist nicht einfach unsere Meinung, sondern mit einem Metacritic-User-Score von 1,9 darf man das schon als Fakt in den Raum stellen. Kaum kommt das neue Call of Duty raus, es ist scheiße angekommen. Ey, vor allen Dingen, bei dem Call of Duty MW3, das neue MW3, es hat einfach so einen Scheiß-Score. Es ist einfach MW2, das Teil, was davor rauskam, mit den alten MW2-Maps. Es ist einfach nichts Besseres, es ist einfach nur ein teures DLC. Einfach ein Vollpreistitel-DLC gefühlt. Das ist traurig. Der Schein trügt aber ziemlich. Zwar scheint Modern Warfare 3 das schlechteste COD ever zu sein, aber gleichzeitig hat es auch nach 10 Tagen mehr als $1 Milliarde eingespielt und damit mehr als jedes davor. Und es gibt immerhin 26 andere CODs. Ja, warum haben die wohl so viel eingenommen? Weil jeder zum Fick dich den Vollpreistitel da gegönnt hat. 80 Euro war das sogar, glaube ich. 80, 90 Euro Vorbesteller oder so. Keine Ahnung. Deswegen haben die auch so viel Geld damit gemacht. Oder die haben einfach den Marketing-Trick genommen mit: Ich spiele so scheiße, ich muss es trotzdem mal ausprobieren und meine eigene Meinung bilden. Die Score ist schlecht, der YouTube-Content wenig und nur negativ. Call of Duty ist nicht mehr das, was es mal war. Aber was ist denn passiert, dass so ein Kultgame so einen harten Absturz erlebt? Wir sehen uns das genauer an. Als 2003 das erste Call of Duty erscheint, ist die Gaming-Welt noch eine ganz andere. Junge, die ersten drei Teile von Call of Duty waren die geilsten Teile, um ehrlich zu sein. Ich hab's so gefühlt damals. Das war noch cool. Internet ist nicht so easy peasy, ein Gigabit-Leitung squeezy. Singleplayer-Spiele haben dadurch deutlich mehr Relevanz. Im Shooter-Bereich gibt's natürlich auch Multiplayer-Titel, die richtig abgehen wie Doom oder Quake. Aber vor allem ein Shooter-Genre funktioniert zu der Zeit richtig gut. Weltkriegs-Shooter. Naja, genauer gesagt ist damit nur Medal of Honor gemeint. Und viele der Entwickler von Medal of Honor haben dieses Wissen und diese Wunderformel weitergetragen und dann gemeinsam Infinity Ward gegründet. Und dann ist Medal of Honor dead gewesen und haben dann nochmal ein VR-Spiel gebracht. Und dort wurde dann am ersten COD gearbeitet. Das war also ursprünglich sowas wie ein Passion-Project von erfolgreichen Devs. So beginnt irgendwie immer nur Gutes. Fans und Kritiker waren sich einig. Hier stimmte fast alles. Die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs angesetzte Singleplayer-Kampagne, in der man die Rollen von Amerikanern, Briten und Sowjets schlüpfen kann, orientiert sich stark an historischen Geschehnissen und man kann unter anderem den Reichstag erobern, die Schlacht von Stalingrad nachspielen und die deutsche Gegenoffensive zurückschlagen. Viele wussten gar nicht, wie interessant Geschichte sein kann, bis dann Call of Duty kam. Und als Zusatz zum geilen Singleplayer gab es dann auch noch einen gut funktionierenden Multiplayer. Und das war der Grundstein für Call of Duty, wie wir es heute kennen. Ironischerweise ist COD damals deswegen so besonders gewesen, weil man vorsichtiger agieren, Deckung nutzen und immer seine HP im Auge behalten musste. Plebs hassen diesen Fakt, aber automatische HP-Regeneration war damals noch gar kein Thema. Das war das Geile, du warst auf deine HP gezwungen, du musstest halt immer zu dem Medic-Pack laufen. Aber auch 2003 war nicht alles besser. Genau wie jetzt gab es in sehr kurzen Abständen neue CODs. Es kamen erst zwei DLCs für das Hauptspiel und dann die Nachfolger im Jahresrhythmus. 2008 kam dann das erste Modern Warfare. Zum ersten Mal kein Weltkrieg, sondern ein Gegenwarts- bzw. Zukunftsszenario. Auch ein interessanter Fakt ist, dass vor allem die KI-Begleiter für die damalige Zeit extrem clever waren. Gleichzeitig war auch zum ersten Mal der Fokus klar auf Multiplayer erkennbar. Die Möglichkeit zu sprinten, Gegner durch Wände treffen zu können und seine Waffen nach eigenen Bedürfnissen zu modifizieren, hat erstmal alles dynamischer und strategischer gemacht. 2009 darf dann der Entwickler Treyarch zum zweiten Mal ein Spiel eigenständig entwickeln. Ab jetzt sind sie auch alle zwei Jahre hauptverantwortlich für den neuen Call of Duty-Teil. Mit World at War ging es dann wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg. Die Wurzeln nie vergessen bei COD und was blieb, waren phänomenale Verkaufszahlen in Kombination mit enorm guten Kritiken. Die Grafik sieht realistischer aus, die Waffen fühlen sich besser an und man kann jetzt mit der Spielumgebung interagieren. Yo, Hans Geld für Flammenwerfer! Der Flammenwerfer, ey, das war Porgas damals. Büsche mit Flammenwerfer anzünden hätte ehrlicherweise ein eigenes Indie-Game sein können. 2010 erreicht die Reihe dann leider ihren Höhepunkt mit Modern Warfare 2. Hasst oder liebt uns für die Aussage, die meisten COD-Fans werden uns aber sicher zustimmen. Die Kampagne ist durch Motion Capturing jetzt ein kinoreifes Meisterwerk. Modern Warfare 2 punktet mit vier Argumenten: Explosionen, Stunts,
Action und Explosionen. Wir spielen ein Spiel, aber irgendwie auch einen Film wie Black Hawk Down oder James Bond. Und so realistisch und geil das auch alles aussieht, am Ende gab es natürlich eine Kontroverse deswegen. After all geht's eben doch um nicht so erfreuliche Themen bei COD. Eine Szene wird bis heute kritisiert. No Russian heißt die Mission, in der man den Undercover-Agenten Joseph Allen... Eieiei. Die danach in Deutschland gebannt worden ist, beziehungsweise zensiert worden ist, mit keine Zivilisten abknallen darfst. ...spielt. Um das Vertrauen einer russischen Terrororganisation zu erlangen, müssen wir da einfach eine Gruppe Zivilisten töten. Und zwar eine recht große Gruppe. Die in Deutschland natürlich geschnittene Szene findet an einem Flughafen statt und die Terroristen öffnen das Feuer. Man selbst ist mittendrin und schießt auf alles, was einem vors Visier läuft. Auch wenn man die Mission abschließen kann, ohne selbst zu schießen, das Game gibt schon ganz klar vor, in welche Richtung das gehen soll. Den Medien schmeckt's natürlich ausgezeichnet. Ja, ja, die gute alte Killerspieldebatte. Aber ehrlicherweise haben auch viele Gamer No Russian ziemlich kritisch gesehen. Wir finden's jetzt auch nicht so notwendig, aber naja, ist ja schon etwas her. Ja, die No-Russian-Mission, ne? Also ich fand die auch, also persönlich gesehen habe ich die auch ein bisschen kritisch gesehen. Aber ich sag jetzt, wie es ist, ist es halt im Spielpunkt, ist halt das Spielwesen. Irgendjemand beim Entwicklerteam hat sich was dabei gedacht. Er hat es umgesetzt, er hat es genehmigt bekommen. Ja gut, ne? Mehr sage ich dazu nicht. Ohne Scheiß, damals war die deutsche Kultur, was Spielezensur angeht, ja richtig schlimm zu der Zeit. Ich sag ja nur so Wolfenstein und so weiter, das wurde ja alles, glaube ich, totzensiert, ne? So die ganzen Spiele wurden damals alles zensiert, alles bluttechnische wurde zensiert. War crazy damals. Dem Erfolg des Spiels stand die Mission ohnehin nicht im Weg, der Rest der Kampagne war auch einfach zu gut. So viele neue Mechaniken und Dinge zu entdecken, es gab Schießereien in Zeitlupe, bewegliche Geschütze, Missionen in allen erdenklichen Szenarien und neben der ganzen Action auch vor allem eins, Explosionen. Die große Abwechslung hat's aber gecarried. Das letzte, richtig klassische COD. Der Singleplayer, genial. Der Multiplayer, legendär. Wir wissen gar nicht, wo wir da anfangen sollen, es war einfach alles zu gut. Aber besonders wichtig, die finale Killcam wurde eingeführt und jeder hat bis zur letzten Sekunde alles gegeben, um am Ende erfolgreich den letzten Kill präsentieren zu können. Infinity Ward hat so viel überarbeitet, fast nichts ist wie damals geblieben. Den größten Unterschied gab es aber bei den Killstreaks. Killstreaks mit sehr hohen Anforderungen wie die AC-130 oder die Nuke haben neue Türen geöffnet. Vor allem für eine wichtige Zielgruppe, Content Creator. YouTube wurde geflutet mit Modern Warfare 2 Content. Je beeindruckender die KD oder die Zeit, die man zum Nuke gebraucht hat, desto mehr Views. Nuke bekommt man übrigens mit 25 Kills am Stück ohne Sterben. Schon nicht so easy. Es ist der Anfang einer gigantischen Szene. COD ist jetzt endgültig im Mainstream angekommen. Der nächste Teil... Und das war auch der Anfang von Leuten, die angefangen haben, Call of Duty zu schwitzen. Teil muss jetzt passen, ansonsten ist der Traum vorbei und glücklicherweise tut er das. Call of Duty Hearts. Black Ops. Fun-Waffen wie die ballistischen Messer und die Armbrust bringen wieder Abwechslung. Genauso auch die neuen Spielmodi Sticks and Stones oder Gun Game. Vieles, was in Modern Warfare 2 gut funktioniert hat und von der Community angenommen wurde, wird in Black Ops weitergedacht und sinnvoll eingebaut, wie zum Beispiel weitere Killstreaks. Und vor allem für Content Creator gibt's jetzt den Theatermodus, um alle Replays aus allen Perspektiven im Nachhinein ansehen zu können. Ein Feature, was Counter-Strike etabliert hat, aber leider heutzutage nicht mehr wirklich zu finden ist in anderen Games. Der letzte Höhepunkt vor dem Fall. Als nächstes kommt Modern Warfare 3. Wie schon damals sind die besten Mitarbeiter abgehauen und haben ihr eigenes Studio gegründet. In dem Fall ist dadurch Respawn Entertainment entstanden, die Mitarbeiter fehlen aber bei Infinity Ward natürlich. Sie müssen sich externe Hilfe holen. Sledgehammer Games, die bis heute noch an der Reihe arbeiten. Der Singleplayer war eine große Recycling-Unternehmung, auch der Multiplayer hat deutlich weniger neue Elemente als in den letzten Jahren dazu bekommen. Aber zumindest hat das Ganze noch Spaß gemacht. Viele Spieler wandern ab, aber mehr als genug bleiben trotzdem noch, beziehungsweise spielen einfach weiterhin Modern Warfare 2. Alles in allem aber nichts, worüber sich Infinity Ward allzu große Sorgen machen müsste. Schließlich verkauft sich Modern Warfare 3 trotzdem so gut wie kein Call of Duty davor. 2012 kam dann Black Ops 2 und eigentlich hätte hier alles schief gehen sollen, aber irgendwie haben sie es doch geschafft. Alles wandert jetzt in ein futuristisches Setting und eigentlich hätten die Fans das komplett ablehnen können, aber es war einfach verdammt gut umgesetzt.
Die YouTube-Szene von COD überbietet sich gegenseitig immer weiter mit den besseren 100-plus-Gameplays, noch schnelleren Nuke-Medals und schließlich auch der ersten Triple Nuke. Der Hype war auf dem Zenit, diesmal aber wirklich. Das Spiel in aller Munde und Black Ops 2 erwirtschaftete in den ersten 24 Stunden einen Umsatz von über einer 500 Milliarden US-Dollar. Bei 2 fand ich sogar geil, dass du, je nachdem wie du dich entschieden hast, gewisse Passagen hattest und verschiedene Endings und alles drum und dran. Also je nachdem wie du entschieden hast, hattest du wirklich Einfluss auf die Story gehabt. Das war schon geil. Mann, das ist ein Voice Crack. Der erfolgreichste Spiele-Release aller Zeiten. Zumindest bis GTA 5 rausgekommen ist. Call of Duty Ghosts wollte dann anknüpfen und war das erste Next-Gen-COD für PS4 und Xbox. Call of Duty Ghosts war kacke. Außer die Kampagne. Ich kann da nur sagen, die Kampagne war geil. Die war mega sick. Xbox One. Es sollte der Anfang einer neuen Trilogie werden. Groß angepriesen wurden die Fisch-KI und die des vierbeinigen Begleiters Riley, der am Ende recht kurz zu sehen war. Obwohl die Geschichte der Kampagne immerhin von einem Oscar-Gewinner geschrieben wurde, hat die Community sie nicht ganz so gefühlt. Eh schon. Daran konnten auch die Missionen unter Wasser und im Weltall nicht allzu viel ändern. Neue Elemente waren zwar da, aber die waren einfach zu irrelevant und klein. Gerade der Multiplayer wurde so richtig vernichtet. Die Time to Kill wurde reduziert, ja reduziert, in Call of Duty. Die am meisten verhasste Taktik des Shooter-Genres hat damit ihren Buff erhalten, um den Spielspaß so richtig zu killen. Das Campen. Sobald dir wer in den Rücken schießt, war's aus. Immer. Die Time to Kill hat es dir nicht erlaubt, auch nur irgendwie zu reagieren. Bewegung wird bestraft. Campen belohnt. Könnt ihr euch denken, wie beliebt dieser Multiplayer war? Die Leute bleiben weiterhin bei Modern Warfare 2 oder Black Ops. Der nächste Teil war nicht weit entfernt und diesmal war man zum ersten Mal eher vorsichtig als COD-Anhänger. Advanced Warfare hatte es also von Anfang an. Das ist komplett gefloppt. Das ist komplett vorbeigefahren. Auch noch komplett anders war als alles davor, hat nicht unbedingt geholfen. Das war der erste Call of Duty, den ich nicht mal gekauft habe. Ich kann mich sogar gar nicht mehr an das Spiel gefühlt erinnern. Das ist mir sowas von mir vorbeigeflogen. Player war, naja, lame. Aber das Gameplay wurde krass verändert. Es gibt jetzt etwas, was viele COD-Spieler nicht wollen. Nur wusste man das damals noch nicht. Kompliziertes Movement. Jetpack, Wallrun, Double Jumps und generell einfach sehr schnell und schwierig zu kapieren. Es ist zwar an sich kein schlechtes Game, aber es macht eine Sache falsch. Es fühlt sich nicht an wie Call of Duty. Und deswegen gehen auch hier die Spielerzahlen von älteren CODs kurze Zeit nach Release wieder deutlich nach oben. Auch Black Ops 3 macht exakt den gleichen Fehler wieder. Ein weiteres Jahr später erschien das genauso futuristische Infinite Warfare. Black Ops 3 mochte ich nicht. Derselbe Fehler. Spätestens jetzt war auch Publisher Activision klar, wir müssen zurück zu den Wurzeln. 2018 kam Call of Duty World at War 2 mit Überraschung, einem Setting im Zweiten Weltkrieg. Und es war okay? Der Singleplayer hat sich an echt komplexe Inhalte herangetraut, wie Konzentrationslager. Technisch sind sie auch einen Schritt zurückgegangen, weg von HP-Regeneration. Wirklich relevante Neuerungen, die einen dazu bringen, Modern Warfare 2 fallen zu lassen oder ähnliches, gibt's aber nicht. Und das, obwohl der Multiplayer eigentlich, zumindest theoretisch, alles richtig gemacht hat. Was genau hat sich geändert? Sind vielleicht einfach die Spieler schuld mit falschen Erwartungen? Nee, das waren Kacke. Die einen lieben die Antwort und die anderen hassen sie. Skill-based Matchmaking. Ja, man auch. Man kommt in Lobbys mit ungefähr gleich guten Spielern, klingt erstmal fair. So fällt der Einstieg unerfahrenen Spielern leichter und COD-Veteranen können sich mit genauso guten Spielern messen. Und um zu verstehen, warum das etwas Schlechtes ist, muss man die Zielgruppe gut verstehen. Das Skill-based Matchmaking hat nie funktioniert bei Call of Duty. Nie. Nie. Den Casual Gamer. Der möchte nämlich nicht besser. Weil, dann gehst du einmal in den Lobby rein, dann hast du irgendwelche Plebs drin, spielst 30-0, bist auf einmal für die nächsten 30 Jahre lang in solche Lobbys, wo du gar keinen Kill kriegst. Katastrophe, ich hasse Skill-Based Matchmaking. Skill-Based Matchmaking soll es nur in Ranked geben. Deswegen spielt man auch Ranked. Wenn du Silber bist, sollst du auch gegen Silberleute spielen. Gold bist gegen Gold. Platin gegen Platin. Besser werden und jede Session gegen knallharte Gegner spielen. Und COD ist historisch gewachsen. Ein Spiel, was vor allem die Casual Gamer packt. Diejenigen, die wirklich kompetitiv sind, sind großteils ohnehin schon abgewandert. Die sitzen in Counter-Strike, Valorant, Apex oder Rainbow Six. In all diesen Games macht Skill-Based Matchmaking total Sinn. In COD eher nicht so. Und wenn Activision ihre Zielgruppe besser kennen würde, dann hätten sie das auch gewusst. Und dieses Problem setzt sich fort. 2022 denkt sich Activision,
Naja, wenn alle Modern Warfare 2 spielen, dann geben wir es ihnen einfach. Aber das ist eigentlich gar kein Remake. Der Singleplayer bietet hier sowohl Charaktere aus dem 2019er Vorgänger als auch aus dem 2009er Modern Warfare 2. Puh, ganz schön kompliziert. Für alle, die schon mal ein Call of Duty gespielt haben oder einen random Actionfilm gesehen haben, ist die Geschichte leider ebenso vorhersehbar. Der Multiplayer macht alles falsch, was bisher falsch lief, und addet sogar noch mehr. Spätere DLCs, wie der Hardcore-Modus, einen Battle Pass und Warzone 2.0. Apropos Warzone haben wir bisher eher ausgelassen. Warzone war top, aber nicht wirklich ein Teil von Call of Duty. Eher ein erfolgreicher Versuch, bei Battle Royales mitzumischen. Lässt sich also schwer vergleichen mit all den anderen hier, also klammern wir das einfach mal aus. Also zurück zum Punkt. Modern Warfare 2 in neu, aber mit Skill-Based Matchmaking und auch noch einem gepimpten Aim Assist. Naja. Was ursprünglich eigentlich als DLC zu Modern Warfare 2 geplant war, wurde von Activision kurzerhand zum Vollpreistitel umfunktioniert. Im November 2023 Call of Duty Modern Warfare 3. Frech. Für ein eigenständiges Spiel kann man schließlich mehr verlangen als für ein Add-on, auch wenn sich das Ding eher nach einem Update anfühlt. Wir sind in der aktuellen Gaming-Landschaft angekommen, möglichst wenig Aufwand, um damit möglichst viel zu verdienen. Damit wären wir auch wieder beim Anfang des Videos mit dem niedrigsten User-Score ever. Das Spiel ist einfach kein Vollpreistitel und die Gamer merken das. Die Singleplayer-Kampagne dauert 4 Stunden und der Multiplayer ist dasselbe wie immer, nur mit Skill-Based Matchmaking. Das Schlimmste kommt aber noch. Die Entwickler haben nämlich auch noch ein Patent für ihr System angemeldet, das dafür sorgt, dass Spieler, die gerade im Ingame-Shop einen Skin gekauft haben, eher mit schlechteren bzw. neueren Spielern in eine Lobby geworfen werden. Das lässt einen statistisch dann mehr spielen, weil man sich gut fühlt, und das bringen wir unterbewusst. Das haben die aber schon bei dem ersten Modern Warfare reingepackt, bei dem 2020er Modern Warfare. 2019? Keine Ahnung. Also das zweite Modern Warfare 1. Mit dem Kauf. Da waren wir schon Kritik drin. Es ist schlicht Manipulation. Wie lange so etwas erlaubt bleibt, ist natürlich die Frage, aber eins ist klar, wir lehnen so etwas klar ab. Da kann sogar EA noch eine Menge lernen. Aber was heißt das jetzt alles für die Reihe? Der Singleplayer geht spätestens seit 3 Jahren ziemlich den Bach runter. Der Multiplayer wäre zwar da, aber die Zielgruppe von Call of Duty leidet einfach zu sehr unter Skill-Based Matchmaking, und das muss Activision einfach begreifen. Das alte Gefühl von COD wird wohl nie wieder zurück sein. Wen das nicht stört, der kann nach wie vor viel Spaß haben. Ob man dem Publisher aber solche Verbrechen wie mit dem aktuellen COD durchgehen lassen will, muss man auch selbst entscheiden. Wie steht ihr dazu? COD am Ende oder alles nur Blödsinn, was wir hier sagen? Sagt's uns in den Kommentaren oder gerne auch mir im Livestream. Okay, bye!